Ja, moin moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von unserer Trainerkarriere. Und das heißt, wie immer, natürlich herzlich willkommen zurück beim SV Darmstadt 98. Ja, vorab vielleicht so eine kleine Info in eigener Sache. Und zwar, denkt dran, heute um 18 Uhr an alle, die teilnehmen wollen, kommt das zweite Video des Adventskalenders in Anführungsstrichen. Gibt ja jeden Sonntag 18 Uhr ein Adventsvideo mehr oder weniger, wo dann wieder eine Frage gestellt wird und ihr habt dann natürlich wieder bis nächsten Sonntag Zeit, die richtig zu beantworten. Und insofern ihr alle vier Fragen an jedem Adventssonntag richtig beantwortet, nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es einen 20 € zum Amazon-Gutschein. Also wer da Lust drauf hat und vielleicht noch nicht teilgenommen hat, ihr habt jetzt noch bis 18 Uhr die Möglichkeit, noch am ersten Türchen teilzunehmen, damit ihr dann automatisch auch weiter dran teilnehmen dürft. Von dem her, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und teilnehmen wollt, macht das. Wenn nicht, lasst es bleiben, ne? So schaut's doch aus. Und ja, wir gucken uns die ganze Geschichte hier mal an. Das erste Spiel war mal wieder ein Unentschieden. Ich habe so teilweise das Gefühl, dass wir so Darmstadt aus der Anfangssaison kopieren. Erstmal schön die Unentschieden einfahren, ne? Nicht zu viel riskieren, nicht zu wenig, aber trotzdem immer mal hier und da ein Pünktchen mitnehmen. Und dann kam der SC Freiburg, ist aufgestiegen wieder und natürlich vorne mit dem Goalgetter Nils Petersen. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Ødegaard auf jeden Fall hier mal wieder in der Startelf aufgrund der Verletzung von Kovalenko. Das ist sehr ärgerlich, aber Ødegaard trifft. Ja, wir werden es auch gleich in der Wiederholung sehen, dass der Schuss. Doch, ich möchte jetzt nicht sagen, dass er wie unplatziert war, aber es war lucky, dass der Ball so reingegangen ist. Nichtsdestotrotz beschweren wir uns natürlich nicht über gefallene Tore für uns. Und dann kam die Flanke und Grifo, der Freischuss-Spezialist aus Freiburg, trifft dann leider in der 49. Minute zum 1:1. Und ihr werdet dieses Konzept mit der Flanke in den 16er noch öfters in diesem Spiel sehen. Wir machen dann aber ein bisschen Druck. Hier können wir mit Sané den Ball erobern, der steckt durch auf Johansson. Johansson, und das ist genau das, was ich lange vermisst habe. Ein abschlussstarker Stürmer. Natürlich war das jetzt nicht so die Allerweltsaufgabe, den Ball da reinzubringen, aber er trifft ihn dann halt auch des Öfteren. Also wenn ich mich da gerade noch aus der letzten Saison an gewisse Leute erinnere, die den Ball aus dieser Position nicht gemacht haben oder hätten, bin ich doch ganz froh, dass wir ihn im Team haben. So, und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Da kommt nämlich wieder eine Flanke. Und wer ist da? Natürlich Nils Holgersson alias Nils Petersen. Und macht natürlich mit dem Kopf das Türchen. Ich meine, gut, ne? Mit seiner Größe, Stärke und dementsprechend auch Wuchtigkeit, wenn man das so sagt. Er dringt da einfach mal ein. Hier kommt die Flanke von Sirigu. Und dann ist das natürlich auch keine Aufgabe. Ich weiß nicht, wen wir da als Innenverteidiger hatten. Ich glaube, Sulu war das, Altach Sulu. Kann den aber nicht wirklich bewältigen. Und dann Gold, ne? Der 1,20-Mann setzt sich da gegen die komplette Hintermannschaft durch und knallt das Ding noch zum 3:2 Führungstreffer in der 84. Minute rein. Und Freunde, soll ich euch was sagen? Das Spiel wird auch gleich so enden. Denn das war der letzte Treffer in dieser Partie. Wir sehen es hier nochmal. Ryan Gold hier setzt sich wirklich da durch und schließt dann auch noch halbwegs vernünftig ab. Und somit das nächste Spiel, das wir mal wieder gewinnen. Wichtige 3 Punkte auf unserem Weg zu Europa, weil, ne, ich möchte es ja immer wieder betonen, wir brauchen die Kohle, Freunde, ihr wisst Bescheid, da ist ein großer und langer und steiniger und weiß nicht was für ein Weg vor uns. Ja, und ich hoffe, dass wir den halbwegs gut bewältigen können. Im letzten Spiel dieser Episode geht es dann gegen den FC Schalke 04. Erstmal hier so ein bisschen Trikotprobleme bei mir, weil ich mir gedacht habe, das sieht man vielleicht nicht so toll, ne, und deswegen habe ich mich mal für Orange entschieden. Ja, Seridi dann hier leider mit einem Annahmefehler. Embolo. Schalke hat sich Embolo gegönnt. Auch ein Spieler, den ich mir eventuell holen wollte. Hat nicht funktioniert, wie die meisten wissen. Und ja, somit das 1:0 in der 12. Minute. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Wie gesagt, Seridi hier mit einem Annahmefehler. Das hätte nicht passieren müssen. Embolo dann hier auf Choupo-Moting, der natürlich völlig fein über Martenia hinweg. Ärgerlich auf jeden Fall. Aber Seridi ist dann gleich in der nächsten Situation wieder mit dem Kopfball hier. Ich glaube, auf Rui Patricio ist ja im Tor bei den Schalkern und dann der Nachschuss noch von Sané. Allerdings das kein Torerfolg. Ja, und dann ist es Johansson. Johansson kann sich da durchsetzen, aber trifft leider nur das Aluminium in der 59. Minute. Also auf jeden Fall wir hier nicht chancenlos. Bisher sollte es aber nicht klappen. Und dann, ja, haben wir hier einfach riesen Glück, dass wir hier noch einen Elfmeter bekommen. Ich weiß nicht, wer den verursacht hat. Ich glaube, Johannes Geis war es.
Hier ist Leitner am Ball und er zieht ihn dann und schubst ihn und macht halt hier, ne, einen riesen Aufstand. Und dann ist es Konstantin Rausch, der den Elfmeter für uns ausführen wird. Wir gucken uns das. Ich warte lange, bis ich schieße, ne? Man muss ja auch sich ein bisschen konzentrieren. Und haut dann nicht drauf, sondern schlänzt den wunderschön unten links ins Eck und somit der Ausgleichstreffer in der 88. Minute hier durch Konstantin Rausch. Ganz, ganz wichtig gegen Schalke natürlich hier noch irgendwas zu reißen. Das soll dann aber auch für dieses Spiel gewesen sein. Denn das Ganze endet ebenfalls 1:1 und somit haben wir in dieser Episode kein Spiel verloren. Natürlich nur eins gewonnen, aber ich denke, wir müssen auch gucken, was mannschaftstechnisch bei uns aktuell so los ist. Von dem her ist es eigentlich ein ganz gutes Ergebnis, wie ich finde. Ja, Freunde, also ihr wisst Bescheid, Adventskalender kommt heute 18 Uhr und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung da und ich würde dann einfach mal wieder sagen, wir sehen uns, haut rein, bis zum nächsten Mal, Tschüssikowski und ciao. Wisst ihr Bescheid, ne? Tschüssen.